Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Veronika Keen channelt Montague Keen, 15. April 2018, übersetzt von Robert James Lee's Project. Wie ich bereits in der Vergangenheit anmerkte, hat die Kabale alles getan, was dem menschlichen Körper und Geist abträglich ist. Ihr habt die ganze Propaganda geschluckt, die man euch vorgesetzt hat. Nun wisst ihr, dass ihr nichts von dem glauben könnt, was eure Regierungen euch sagen. Um Teil einer Regierung zu werden, muss man entweder Teil der Kabale sein oder eine ihrer Marionetten. Heute hängt das menschliche Leben am seidenen Faden. Monsanto und ihre genmanipulierte Nahrung haben Körper und Geist der Menschen geschädigt, so wie es geplant war. Die Kabale hat sich die Kontrolle über alles angeeignet, was für das menschliche Überleben benötigt wird. Nur diejenigen, die für sich selbst denken können, werden leben. Hass zerstört den Hassenden. Er wirkt auf alles um ihn herum. Wodurch hasst jemand? Sie flüchten in den Hass, weil sie sich selbst enttäuscht haben. Es ist alles, was sie noch haben, und zweifelsohne wird er sie auch vernichten. Nur diejenigen mit einem guten Herzen gehen ins goldene Zeitalter über. Die Leute werden ausgefiltert und enthüllt. Obwohl ihr gewarnt wurde, dass diese Zeit schon bald kommt, habt ihr die Warnung ignoriert und euch nicht vorbereitet. Jetzt bricht diese Zeit an. Ihr müsst die richtigen Entscheidungen treffen, wenn ihr ins Licht voranschreiten wollt. Es gibt keine Entschuldigungen. Alle nötigen Informationen sind überall um euch herum. Fühlt ihr euch wichtig, wenn ihr diejenigen angreift, die dazu da sind, um euch ins Licht zu führen? Wenn euch die Realität eurer Situation einholt, wird es zu spät sein. Denkt darüber nach. Ihr werdet einen hohen Preis für eure Destruktivität zahlen. Hat die Zerstörung euch glücklich gemacht? Hat sie euer Leben verbessert? Alles, was sie kann, ist, eure Aufmerksamkeit kurz von der Tatsache abzulenken, dass ihr gescheitert seid und es nicht ertragen könnt, euer eigenes Leben anzusehen. Die Leute müssen zusammenkommen und einander helfen, um den richtigen Weg voran ins Licht und Liebe zu gehen. In eine Welt ohne Kriege, Armut und Obdachlosigkeit. Diese Gelegenheit steht quasi vor eurer Tür. Die Tür öffnet sich bereits und alles Negative wird entlarvt und entfernt. Euch wurde in der Vergangenheit gesagt, dass diese Zeit kommen würde. Jetzt ist sie da. Je schneller ihr sie empfangt, desto schneller werdet ihr die Welt eurer Träume schaffen. Es gibt hunderte Wesen von anderen Planeten, die menschliche Form angenommen haben, um euch zu helfen. Obwohl sie einander stets erkennen, wenn sie sich treffen, geben sie dieses Wissen nicht an andere weiter. Die Kabale sucht nach diesen Leuten und entledigt sich ihrer, wenn möglich. Da die Kabale nicht möchte, dass die Menschheit überlebt, muss sie euch in Ignoranz und Dienerschaft halten. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Öffnet eure Augen und seht euch die wirkliche Situation an. Es ist an der Zeit, dass ihr Farbe bekennt. All die Medikamente und Impfungen haben euren Körpern ihre natürliche Gesundheit und Stärke genommen. Genau das sollten sie auch tun. In den antiken Zeiten lebten die Menschen längere, produktivere Leben. Sie waren weiser und mit dem Universum verbunden. All das wurde euch genommen. Ihr wurdet von ihren Medikamenten und ihrer Geisteskontrolle abhängig gemacht, die euch durch eure Fernseher geliefert wird. Ihr habt mit den antiken Menschen keine Ähnlichkeit mehr. All eure natürlichen Fähigkeiten wurden euch genommen, als ihr Marionetten der Kabale wurdet. Wann habt ihr zuletzt selbstständig gedacht oder etwas für euch herausgefunden? Es ist an der Zeit, eure Stärke zurückzuholen und wieder ganz zu werden. Heute geschehen in eurer Welt Dinge, die nicht sind, was sie zu sein scheinen. Alles basiert auf Lügen. Man sagt euch über gar nichts die Wahrheit. Die Kabale verlangt den Dritten Weltkrieg, so lässt es sich zusammenfassen. Werdet ihr die Augen erneut vor der Wahrheit verschließen und zulassen, dass das Abschlachten der Menschheit weitergeht? Wie könnt ihr eure Augen vor den Lügen verschließen, die euch jeden Tag in eurem Fernsehen präsentiert werden? Wo sind die Beweise für die Angriffe mit Chemikalien? Nicht einen Fetzen an Beweismaterial gibt es. Warum?
Wo war Dion N. in all dem? Euer Schweigen gibt ihnen die Erlaubnis zu tun, was sie wollen und wo sie es wollen. Ist es das, was ihr wollt? Ihr habt eine Verantwortung euren Mitmenschen gegenüber. Ihr habt eure Augen vor der Tatsache verschlossen, dass ihr den Parasiten gestattet habt, die Kontrolle über alles zu übernehmen. Willentlich wurdet ihr zu ihren Sklaven. Nun, da ihr erwacht seid und ihre Pläne begriffen habt, wollt ihr zurückholen, was euch gehört. Das gefällt ihnen nicht. In vergangenen Zeiten kümmerten sich die Leute umeinander, sie kümmerten sich um diejenigen, die Ärger hatten. Heute findet ihr euch weggesperrt in eure kleinen Kästchen und nur euer Fernseher leistet euch Gesellschaft. Ihr seid von euren Mitmenschen abgeschnitten. Ihr seid nun isoliert und allein, perfekt für die Geisteskontrolle. Alles, was das Fernsehen zeigt, wird zur Norm. Von den langen Haaren und der Musik der 60er bis zu den rasierten Köpfen von heute. Sie ermutigen selbst Kinder, ihr Geschlecht zu wechseln. Das ist die scheußlichste aller Moden und sie wird durch Geistkontrolle eingeführt. Seht euch euer Leben an. Auf wie viele der Spiele der Kabale seid ihr hereingefallen? Ihr alle seid ihnen in ihre Modefalle gegangen. Das zeigt, dass, ja, auch ihr unter ihrer Kontrolle seid. Ich flehe euch an, solange noch Zeit ist, um die Kontrolle über euer Leben zurückzuholen. Hört auf, ihre Medikamente zu nehmen, ihre genmanipulierte Nahrung zu essen und ihren Lügen zu glauben. Gemeinsam können die 99% die Kabale beseitigen. Beseitigt all die Kontrollsysteme, die eingeführt wurden, um euch und eure Welt zu beherrschen. Ihr könnt es schaffen. Ihr seid genug und habt die nötige Intelligenz. Ohne eure Expertise hätte die Kabale niemals die Macht übernehmen können. Meine Liebe, ich weiß, wie schockiert du warst, als du erfuhrst, dass die Kabale dein Telefonkabel dort übernommen hatte, wo es in unser Haus geht. Es gab ein Signal von sich, das dir ernsthafte Probleme bereitete. Du warst dir des Signals nicht bewusst. Andere hingegen schon, in dem Moment, in dem sie das Haus betraten. Du weißt um die böse Seele, die dies veranlasste. Er war ebenfalls für den Schlag in deinem Rücken verantwortlich, der dich schockierte und dir Schmerzen bereitete. Sie wollen, dass du aufhörst, die Wahrheit zu sagen. Sie wollen nicht, dass die Menschheit weiß, dass sie ihre Macht zurückholen und eine bessere Welt für alle schaffen kann. Sie wollen einfach so viele von euch umbringen wie möglich. Sie wollen eure Kinder ermorden, ihr Blut trinken und ihr Fleisch essen. Hierdurch können sie auf der Erde leben. Ist es das, was ihr wollt? Es gibt Grenzen für das, was wir auf dieser Seite des Lebens tun können. Wir benötigen eure Hilfe, um Erfolg zu haben. Auf ewig, dein dich verehrender Monty. Mitteilung von Veronica. Dave bat mich, euch für all eure Karten, Briefe und guten Wünsche zu danken. Er liest sie wieder und wieder. Sie sind alle abgeheftet. Er hat Bücher erhalten und sagt, er hätte sie selbst nicht besser aussuchen können. Er teilt sie mit anderen, um zu helfen, das Leben in Fresno ein wenig erträglicher zu machen. Er hofft, dass er euch schon bald selbst danken kann. Bitte betet für all die Menschen, die ohne eigenes Verschulden im Gefängnis sind. Möge ihnen schon bald Gerechtigkeit zuteil werden. Hier folgen in der Textversion die Kontaktdaten von Dave McCann in Fresno, Kalifornien. Link: Justice for Dave McCann, Irishman, Frampton, California. Legal Expenses Fundraising with GoGet Funding. Gerechtigkeit für Dave McCann. Ein Ire wird in Kalifornien zu Unrecht beschuldigt. Rechtskosten Fundraiser auf GoGet Funding. Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben, für eure wundervolle Unterstützung von Spiritscape. Denn dieser Kanal ist ein Gemeinschaftsprojekt. Durch eure Unterstützung sind wir in der Lage, noch mehr Hörvideos für euch zu produzieren und damit noch mehr Seelen auf diesem wunderschönen Planeten zu erwecken. Wir wünschen euch allen noch eine wunderschöne Zeit voller Liebe, Freude, Harmonie und Freiheit. Wir alle sind Brüder und Schwestern der Erde. Wir alle sind eins.